Jo, Action in den Erdhügeln. Wir stehen vorm Turm und jetzt geht's rein. Spannung pur. Mal gucken, wir können die engvitanische Sprache und schauen wir mal, was uns das jetzt im Endeffekt bringt. Dup, dup, du, dup, dup, du, dup, dup, du. Ich bin dann auch mal, by the way, bin ich auch mal schlafen gegangen. Am Ende der letzten Folge, da ich war schon arg müde, zur Turmspitze. Und, ja. Aber ich bin auf dem neuesten Stand, kein Problem. Alles gut, jetzt können wir die Maschine bedienen. Jetzt reden wir nochmal mit dem Fuzzi hier unten. Ich hoffe mal, dass kein Monster oder irgendwas kommt. Ich speichere das hier nochmal. So viel Nebel hier oben. So, Althelm. Althelm sieht deutlich schlechter aus als zuvor. Oh mein Gott. Sein fauliges Fleisch hängt lose herab. Die Haut rund um seine Gelenke ist weggefressen. Er blickt dich mit seinen seltsam leuchtenden Augen an. Fleisch. Er krümmt sich und hustet schwarze Galle aus. Er scheint dich vorerst vergessen zu haben. Oh, oh, oh! Ah, jetzt sehe ich es. Leute, ja, das hätte ich ja noch erwähnen können. Zwischenzeitlich ist ein Patch erschienen und da hat ein paar Sachen geändert. Siehst du, das habe ich gar nicht gesagt. Unter anderem hier die Auflistung im Inventar, also auch im Inventar. Da gibt es andere Reiter und so irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gar nicht. Die Rüstungen sind zum Beispiel anders unterlegt, so seltene Rüstungen und all so eine Faxen. Eigentlich ganz gut. Aber mal schauen. So. Ach so, ich wollte gucken. Kümmere dich um die tanische Familie. Altem Verfall ist rasant fortgeschritten. Er sah aus, als würde er mich gleich anfallen, als ich mit ihm sprechen wollte. Wenn ich seine Hilfe will, muss ich ihm ein Opfer schicken. What? Was für ein Opfer? Hä? Ich brauche seine Hilfe gar nicht. Ich kann doch die engvitanische Sprache. Och du Scheiße, ey. Wenn ich das jetzt falsch mache. Eine zackige Adrasäule erhebt sich vor dir. Umgeben von einer Steinmauer und durchzogen von Kupferadern. Das Panel ist mit Runen bedeckt, die du nun verstehst. Du erkennst Wörter für Ende und Halten. Im Moment steht die Scheibe auf Halten. Du erkennst an einer Inschrift auch, dass die Art und Weise, wie man die Scheibe dreht, dazu dient, das Gerät zu bremsen. Jetzt wählen Ende oder die Leistung der Maschine maximieren, um sie hoffentlich zu überlasten. Ja, das wär dann das komplette Ende. Dann wäre die BAM, die Maschine richtig weggebammt. Wir haben ja gespeichert. Ich glaube, wir hauen da. Überlasten das mal. Jawohl, sieht gut aus. Du murmelst einen Befehl und drehst die Scheibe kräftig. Die Türme drehen sich schneller und schneller und wackeln auf ihren Achsen. Das Licht, das die Maschine erfüllt, wird so hell, dass du die Augen abwenden musst. Du blickst weg und bedeckst deine Ohren, doch der Donnerschlag, der folgt, lässt den Boden unter dir erzittern. Als du zurückblickst, liegt die Maschine in Trümmern, für immer zerstört. Jawohl. Steuern eingetrieben. Was? 460 ging an Banditen? Was ist jetzt los? So, die Maschine ist kaputt. Kann ich jetzt hier... Es gibt ein kleines Abenteuer für uns. Anweisen. Wir haben nicht genug Leute in der Gruppe. Mann, verdammt, wir müssen mehr Leute aus der Gruppe. Still and silent. It's finally over. Ich denke, wir haben den richtigen Weg gewählt. Jo. Was steht denn in der Questbeschreibung? Ich habe erfahren, dass die engvitanischen Maschinen im Dürrwald verwendet werden können, um Seelen zu bewegen. Außerdem habe ich die engvitanische Sprache gelernt. Ich kann die
Maschine nun also bedienen, um zu verhindern, dass die Maschine je wieder verwendet werden kann, habe ich die gefangenen Seelen vom Erbhügel geopfert, um die Maschine zu zerstören. Ja, geopfert. Was heißt geopfert? Es sind jetzt, die sind jetzt alle wieder frei. Und das ist auch gut so. Ins Erdgeschoss weitergehen. Dann können wir ja jetzt berichten, dass wir den Erbhügel befreit haben. Und dann kriegen wir hoffentlich genug Ansehen in dem ganzen, bei dem Haufen hier. Dass wir, ich weiß gar nicht mehr, wozu wir das ansehen. Ach ja, mit dem Duke reden. Genau, wir wollten mit dem Duke reden. Das wäre natürlich nicht schlecht. Alter, es ist ja immer nebliger hier. Ach du Scheiße. So, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Ich könnte nochmal bei Ikanta vorbeigucken, eigentlich. Was die jetzt dazu sagt. Ob die nur lebt oder nicht. Oh, das wäre natürlich interessant zu wissen. Das machen wir jetzt auch nochmal. Ich speichere mal schnell. So, gehen wir mal rein. Oh. Jetzt sind wahrscheinlich alle weg und tot. Ich hätte die mal vorher befreien sollen. Ah, nee. Jo. Der Weg zum Tor des Bezirks sollte sicher sein. Geht. So. Jo, die ist weg. Wahrscheinlich, weil ich ihre Seele mitgeopfert habe. Gehe ich mal von aus. Man weiß es nicht. Vielleicht ist sie auch abgehauen, weil eigentlich... Oben der Althelm ist ja auch noch da. Vielleicht wartet die hier auch irgendwo auf mich und will mir einen reinwürgen. Man weiß es nicht, ne? Das Spiel hat ja, hält ja sehr viele lustige Szenarien auf für mich, für uns hier parat. Also, da kann man nicht meckern. Ah, Saeda, da! Das ist der nette Mann, der mir geholfen hat. Ach, das ist die Justiza, das ist die Kleine, die wir gerettet haben. Und dem Eisernen sei Dank dafür. Wir kümmern uns in der Burg um dich. Justiza, der Turm, er ist ausgeschaltet. Heißt das, der Fluch von Erbhügel ist aufgehoben? Es war kein Fluch, aber ja, der Bezirk ist wieder sicher. Es wird sicher eine Weile dauern, bis jemand bereit ist, sich wieder in den Bezirk niederzulassen. Aber zumindest können wir mit dem Wiederaufbau beginnen. Jawoll. Haut rein, Leute. Urfeuer war das, glaube ich, ne? Wir müssen uns bei den Rittern, der Schmelztiegelrittern melden. Jetzt ist es wieder Nacht und wir sind auf der Straße unterwegs. Es könnte sein, dass wir wieder von Banditen angegriffen werden. Strange. Ich glaube, wir hatten noch eine letzte Hauptaufgabe dann. Da müssen wir in dieses eine Dorf gehen und dieses Medium finden. Ich glaube, wir haben gar keine anderen Aufgaben mehr hier, deswegen werden wir das dann auch machen. So. Hier, die... Burgschmelziegel. Die Valianische Botschaft, da waren wir auch noch gar nicht. Da gehen wir nochmal hin. Wenn sich jetzt hier mit dem Duke nichts ergibt, dann gehen wir nochmal in die Valianische Botschaft. Gibt es bestimmt noch Quests und da können wir vielleicht dann, wenn wir immer noch nicht genug Ansehen haben, können wir vielleicht dann... Ach, und zu Lady Webb müssen wir und ihr berichten. Das heißt müssen wir, aber sollten wir vielleicht machen, weil wir bekommen ja Informationen im Austausch für Informationen und das sind ja heftige Informationen teilweise, die wir hier schon gekriegt haben. Also von daher. Boom Chikuwawa. War denn die Alte hier im Trainingsraum, ne? Ich glaube wohl. Was ist die? Ne, Saeda. Wila. Gibt es Nachrichten aus dem Erbhügel? Deine Wachen wurden von dem Geist einer Frau namens Lyra verzaubert. Ich bin sie losgeworden. Ihre müden Augen weiten sich bei der Flamme. Du hast sie gefunden, meine vermisste Kommandantin. Sie seufzt und ihr Blick verliert sich zwischen den Bodenkacheln. Und sie rief von jenseits des Grabs nach der Wache.
Das macht keinen Sinn. Aber nichts in diesem verfluchten Bezirk macht Sinn. Was ist mit den Soldaten geschehen, die ihren Bann erlegen sind? Alle deine Ritter sind tot. Bilde sie nächstes Mal besser aus. Sie haben nicht überlebt. Ich verstehe. Trotzdem danke für deine Hilfe. Du hast mir ebenso viele Fragen wie Antworten überlassen. Doch wenigstens weiß ich jetzt, was mit meinen Soldaten geschehen ist. Und mit Kommandantin Lyra. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Geld. Wenn sonst nichts weiter ist, muss ich mich wieder meinen Aufgaben widmen. Lieb wohl. Vermisste Wache. So, gucken wir mal. Reise zur Höhle von Führungs Vision. Finde das Ältestenarchiv. Ja, da kommen wir nicht rein. Reise zu den Klippen aus der Vision. Okay. Erkunde die endlosen Pfade. Oh, das müssen wir ja auch noch machen. Reise mit Eda zu den Archiven. Erkunde mit Kana die endlosen Pfade. Besprich deine Vision mit Dorans. Begib dich nach Anslocks Kompass und sprich mit... Ja, wo ist Anslocks Kompass? Also, das weiß ich immer noch nicht. Wahrscheinlich schon alle tot hier. Ja, bis dahin, das war ja noch eine Quest aus Goldtal. Naja, gucken wir mal, ob wir genug getan haben. Gehen wir mal zum Duke rein. Und wenn nicht, gehen wir in die Valianische Botschaft, bevor wir uns weiter wegbewegen. Dann könnten wir natürlich auch noch in unsere Burg reisen. Wäre auf jeden Fall eine Option. Und mal versuchen, weiter runterzugehen in den endlosen Faden. Das war so klar. Wo sind wir? Ach, leck mich doch am Arsch. Attentäter, Attentäter. Attentäter. Komm, haut rein. So, hat er noch irgendwas? Hau den um! Und gleich nochmal. Und alle Mann auf ihn. Ah, schaffen wir. Ohne große Rumsabbelei. Kommt, gebt mal alle da drauf, Alter. Ist, glaube ich, besser. Die hauen echt Schaden rein. Jetzt haut die Arschgeigen um, ey. Ja, sieht doch ganz gut aus. Alles gut. Take him down. Bam. Oh, habe ich falsch gedrückt. So, mal alles nehmen. Haben die noch was dabei? Ja. Zauberbücher, alles nehmen. Müssen auf jeden Fall demnächst nochmal verkaufen gehen wieder. Oh, ist das nicht schön. Ist es nicht schön. Ich bin ja ein Messi, wenn es in solchen Spielen ums Verkaufen geht. Aber wer ist das nicht? So, wir mussten hier hinten irgendwo mit dem Kumpel reden. Ich glaube, der hier war das. Wieder blalalam. So. Welcome. Ich suche nach dem Lithrisen. Wir hatten schon mehrere Aufragen. Noch immer etliche Leute, die gegenüber feindlich sind. Der Name, das hatten wir, glaube ich, schon. Bekannter wärst, ja. Fuck off! Welcome! Ja, toll. Tolle Wurst. Können wir jetzt hier rein? Nee. Können wir immer noch nicht. Wir sind noch nicht bekannt genug. Dann gehen wir mal in die Valianische Botschaft. Wie viele Tage die da drin sind? Scheint ja eine, eine coole Konferenz zu sein, auf jeden Fall. Vor allem ein noch bekannter in Trotzbucht. Wir haben auch schon so viele Sachen gemacht.
Das wäre wahrscheinlich wieder überfallen. Obwohl in Farnheim waren wir auch noch nicht in allen Häusern, glaube ich. Da könnten wir auch noch mal. Ach ja, zu Lady Web. Das muss ich mir merken. Zu Lady Web gehen, zu Lady Web gehen, zu Lady Web gehen. Vielleicht könnten wir auch für die Schmelztiegelritter das Dings machen. Vincent Agosti, ja, das klingt doch schon super. Reden wir mal mit dem. Was kann dieser bescheidene Diener der Republik für dich tun? Erzählt mir von der Valianischen Republik. Sie sind reich in allen Belangen, an Geld, an Stil, an Kultur. Würdest du in die Republik reisen, du würdest sie nicht wieder verlassen wollen. Warum sollte man auch? Die Leute dort sind wunderschön und charmant. Ich bin hier, weil der Songretta Ducala es wünscht. Oder sobald mein Termin vorüber ist, springe ich auf das erste Schiff zurück. Ja, aber. So, ja. Und ich werde von hier bis Selona singen. Wenn sonst nichts weiter ist, würde ich mich wieder meine Aufgabe machen. Was tust du hier? Als valianischer Botschafter muss ich dafür sorgen, dass der Handel mit dem Dürrwald stark und rentabel bleibt. Ja, cool, vielleicht heben die sich dieses valianische Dings mal für ein Add-on auf oder so. Valianischer Diplomat, valianischer Diplomat. Valianischer Diplomat. Valianischer Diplomat. Guck mal einer an. I'll give it a try, at least. Das ist es nicht wert zu klauen. Bla bla. Hier ist ja nichts in der valianischen Botschaft. Oh, da können wir noch gar nicht reingucken. Die Flagge zeigt das Symbol der valianischen Republik. Ja, was auch sonst. Ja gut. Dann ist der Besuch in der valianischen Botschaft damit auch schon beendet. Dann gehen wir nach Farnheim. Gehen zu Lady Web. Und gucken, welche Häuser wir da noch nicht besucht haben. Weil, kann nicht sein, ich will mit dem Duke reden. Was ist da los? Was ist da los, Leute? Hier geht es. Ein anderes Geschenk. Ja, da war ja nur das Bordell. Eigentlich. Da können wir ja gar nichts anderes machen. Merkwürdig. Farnheim. Ja, das ist natürlich sehr interessant. Komm, lade. Ach, hier war das Senatorium. Haus Hadrid. Haus Doemenen. Raymond Herrenhaus, da waren wir noch gar nicht. Die gehen wir dann mal ab. Wahrscheinlich sagen die dann einfach wieder, Hello. Kurier, Verzeihung, aber ich suche nach dir. Du hast den Fluch im Erbhügel aufgehoben. Meine Herrin, die namenlos zu bleiben wünscht, hat mir aufgetragen, dir diese Pistole zu bringen. Hä? Sie gehörte einem ihrer engen Freunde, der dem Fluch zum Opfer gefallen ist. Meine Herrin möchte, dass du sie bekommst. Für deinen Anteil an der Rettung vom Erbhügel. Hier, möge sie dir im Kampf gute Dienste erweisen. Wie viel ich wohl dafür bekomme, wenn ich sie verkaufe. Vielen Dank. Sie verbeugt sich. Gern geschehen. Nun muss ich mich verabschieden. Lebt wohl. Cool. Wie schnell sie läuft. Okay. Pistole? Alter. Er hier kann nur mit Pistolen. Bam. Cool. Cool. Aber eine Pistole. Ja. Ist ja fantastisch. Oder warte mal, war Lady Web im Haus Hadrid? Doch, war sie. Oder? Oben. Oben. Oben im Haus Hadrid. Ja. Agenten der Dunrit-Straße.
wenn ich mich nicht irre. So, hier, die Tür war das. Die war nämlich verschlossen immer. Lady Webb. Hallo, Lady Webb. How fares your search? Ich kann dir etwas über die Operation des bleiernen Schlüssels berichten. Well, let's hear it. Der engvitanische Turm in Erbhügel enthält eine uralte Maschine, welche den Strom der Seelen kontrollieren kann. Der bleierne Schlüssel hat sie aktiviert. That civilization seems to have known more about the mechanics of souls than anyone since. The leaden key was born in that period. It may be that Theos has full knowledge of their technology. The applications of this machine you speak of. I don't want to think about it. That isn't enough to take to the Duke, but we're close. Avar Wulfgrin is a cautious man. He will want to know everything possible before being moved to action. Ah, deswegen. Über Lady Webb kommen wir an den Duke. Das hatte ich nicht auf dem, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Reisen nach in das Dorf Durfurt. Das müssen wir machen. Aber jetzt gehen wir noch in die anderen Häuser, bevor wir nach Haus Durfurt reisen. Und ich bin echt am Überlegen, ob wir denn davor nicht doch lieber... Ich überlege. Verdammt, ich doch lieber nochmal in unser Dingens reisen. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Gehen wir mal rein. Ob wir nicht nochmal lieber die endlosen Pfade ein bisschen weiter nach unten gehen. Wir sind ja stärker geworden, wir haben bessere Waffen gekriegt und alles ist toll. Also eigentlich. Doeminen Türsteher. Wächter. Hallo. Der stämmige Wächter beäugt dich argwöhnisch. Ich erkenne dich nicht. Was hast du in dem Haus zu schaffen? Ich will mehr über das Haus Doeminen erfahren. Die Doeminens sind eine alte und angesehene Familie. Trostbruch verdankt seinen Wohlstand zum großen Teil den Geschäften der Doeminens. Hast du hier noch weitere Geschäfte zu erledigen? Leb wohl. Nein, wir greifen den nicht an. Warum sollten wir den angreifen? Merkwürdig. Merkwürdig. Aber wenn nicht, gehen wir halt ins Dorf Durfurt. Durfurt, Durfurt, wie auch immer. So, dann bleibt mir nur das Haus. Schauen wir mal. Vielleicht noch eine kleine Quest. Raimund Wächter, Raimund Wächter. Raimund Wächter. Lynette Raimund. Who is he? Is she? Vater liest mir nie etwas vor. Ah. Natürlich doof. Fürst Raimund. Fürst Raimund hält ein Schiffsladeverzeichnis in seinen gepflegten Händen. Trotz seiner teuren Kleidung hat er den blassen Ton und die rastlose Ausstrahlung eines Arbeitssüchtigen. Wenn du Geschäfte zu besprechen hast, vereinbare einen Termin mit meinem Assistenten. Ich habe keine Zeit für unerwartete Besucher. Erzähl mir etwas über dich. Er schlägt mit dem Papier in seinen Händen in der Luft. Ich bin der Fürst dieses Hauses und neige nicht zu leeren Plaudereien. Wenn du keine Geschäfte zu machen hast, dann geh. Er blickt nicht von seinem Papier auf. Ja, 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 ja. Dann ist das so. Ja, gut. Ich bin am Hadern, ich bin am Hadern, ob wir nochmal zu den Schmelztiegelrittern gehen. Also ich behalte das auf jeden Fall im Hinterkopf. Wir haben es ja auch hier abgespeichert. Und dementsprechend dann mit den Schmelztiegelrittern mal so abmachen, dass wir denen dann doch helfen. Weil alleine des Lootes wegen vielleicht eine interessante Geschichte. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, nichtsdestotrotz
Wir gehen das Dorf Durford an als nächstes. Da bin ich mir sicher. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich werde zwischenzeitlich jetzt hier verkaufen und nochmal rasten und hier aufstocken. Und in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg nach Durford. Durford. Ja, nächste Folge. Die Reise nach Durford. Main bleiben, Daumen da lassen. Bis dann. Tschüss.